Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich von der Wallfahrt von Much nach Werl. Am Ende der zweiten Etappe, gerade durften wir zusammen mit den ungefähr 140 anderen Pilgern einen ziemlich steilen Berg erklimmen, der von den Pilgern zu Recht einen relativ unanständigen Namen bekommen hat. Wer den Namen wissen möchte, der darf gerne nächstes Jahr mitlaufen auf dieser Wallfahrt. Much nach Werl, eine Fußwallfahrt, die geht jetzt zum 250. Mal, also vor 250 Jahren zum ersten Mal. Damals haben die Bauern vom Much im Bergischen Land eine Viehseuche gehabt, die natürlich nicht nur den Viehbestand, sondern auch die Existenz bedroht hat. Und sie sind dann nach Werl in der Soester Börde gepilgert, um dort Salz zu holen, Salz, das diese Viehseuche heilen sollte und gleichzeitig den Segen der Gottesmutter mitbekommen. Wir laufen heute auch unter dem Motto Salz der Erde. Allerdings ist das, was heutzutage uns beschäftigt, eigentlich keine Viehseuche. Also es geht nicht darum, irgendwelche Viecher zu heilen. Ich glaube, es gibt heute eine ganz andere Seuche. Ich würde sie die Seuche, vielleicht sogar die Pandemie der Gottlosigkeit nennen. Darunter leidet unsere Gesellschaft und die ganze Welt. Und die Symptome, die diese Seuche hat, das ist die Entzweiung der Gesellschaft, das ist politischer oder religiöser Extremismus, das ist Unfriede, das ist Gewalt, das ist Sinnlosigkeit, die anscheinend immer mehr um sich greift. Es gibt auch heute ein Salz der Heilung. Das ist das Salz der Erde. Das ist das Licht der Welt. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus verkündet. Das ist seine Person selbst. Er kann die Wunden der Erde, der Gesellschaft, er kann die Wunden unserer Menschheit heilen. Das glaube ich ganz fest und deswegen laufe ich hier mit, um alle Anliegen, eure Anliegen, meine Anliegen, die Anliegen der ganzen Welt im Gebet vor Gott zu tragen. Die Gottesmutter Maria, sie ist diejenige, die uns und unsere Anliegen am besten versteht. Und deswegen komme ich gerne zu ihr, gerne in Gemeinschaft mit vielen, die auch Anliegen mittragen. Ich grüße euch ganz herzlich und so Gott will, berichte ich dann beim nächsten Mal aus Werl, sofern Gott und meine Füße da mitmachen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.